Moin, moin, willkommen zum nächsten Video. Diesmal wie angekündigt noch die Features in der Wearables App. Wir haben jetzt schon die Buds 3 Pro und die Watch 7 ausgepackt, beziehungsweise die Unboxings und den Ersteindruck hatte ich schon hochgeladen. Und jetzt gucken wir uns der einfache Teil bei die Features in einem eigenen Video an, weil man jetzt hier mit der Bildschirmaufnahme halt besser aufgenommen bekommt, wie das Ganze in der Wearables App aussieht. Und wir haben jetzt hier das Einstellungsmenü für die Buds 3 Pro. Das Menü hier oben, den oberen Punkt hier mit den verschiedenen Modi, das kennen wir ja vorher schon von den Buds 2 Pro, da kam jetzt schon was Neues dazu. Das Ganze nennt sich Adaptiv, den gab es vorher nicht. Ich glaube, der Konversationsmodus war hier vorher als Icon drin, wenn ich mich nicht ganz irre. Das hat sich jetzt entsprechend geändert. Wir haben jetzt entweder einerseits aus, weil ich die Dinger gerade, die Buds 3, nicht gerade nicht im Ohr habe. Ansonsten können wir halt den klassischen Umgebungsgeräusche-Modus aktivieren, dass wir halt die Umgebungsgeräusche lauter hören und verstärkt werden. Wir haben Adaptiv, dann passt er das Ganze je nach Umgebung automatisch an. Das heißt, er macht Umgebungsgeräusche lauter oder wenn störende Geräusche kommen, fährt er das Noise Cancelling hoch. Also er steuert das quasi, das ist aber eines der KI-Features in Anführungszeichen. Wie viel das jetzt wirklich mit KI zu tun hat, muss jeder für sich selbst bewerten. Aber das ist einfach, sagen wir mal, eines der neuen Features, wird das automatisch angepasst, je nach Gegebenheit, ob jetzt mehr, sagen wir mal, Noise Cancelling nötig ist oder weniger. Wenn ihr irgendwie einen ruhigen Ort seid und es kaum gebraucht wird, wird es halt ein bisschen reduziert. Und dann steuert quasi die Buds das ein bisschen eigenständig. Oder man drückt ganz rechts auf die aktive Geräuschunterdrückung und dann wird das Ganze eben immer aktiviert. Kann ich jetzt entsprechend nicht draufklicken, weil ich die Ohren, die Buds nicht drin habe. Aber dann kann man hier entsprechend in verschiedenen Modi wechseln. Und was dann noch neu dazu kam, was bei den alten Buds auch nicht möglich war, wenn man hier unten draufklickt, den Konversationsmodus, den gab es ja auch schon vorher. Dass er dann, wenn man selbst anfängt zu reden, dann automatisch in den Umgebungsmodus wechselt, damit man eben den Gegenüber besser versteht. Und hier kam jetzt noch ein Punkt mit Sirene erkennen dazu. Da wird eben dieser Modus Umgebungsgeräusch automatisch aktiviert, wenn er eine Sirene erkennt. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid und irgendwo eine Feuerwehr, Krankenwagen eine Sirene anhat, dann wird automatisch diese Sirene eben verstärkt, damit ihr das eben hört, dass irgendwo was ist. Und nicht, weil ihr die Musik zu laut habt und über die Straße rennt und dann irgendwo hinterher angefahren kam. Finde ich eine ganz nützliche Funktion. Da könnt ihr, wie gesagt, dann nur den unteren Punkt aktivieren, falls ihr den Konversationsmodus nicht wollt oder nicht benötigt. Und da wird eben nur auf Umgebungsgeräusche gewechselt, wenn er irgendwo eine Sirene hört. Hat natürlich eine Sekunde Verzögerung, weil die Buds das erstmal mal auch selbst erstmal hören und wahrnehmen müssen. Aber dann kann man zumindest Sirenen verstärken lassen. Gerade wenn man, wie ich es oft mache, die Musik ziemlich laut dreht und nicht mehr wirklich was von der Umgebung gehört, kann das Ganze hier ganz nützlich sein. Und das ist eine der neuen Features, was wir hier noch bekommen haben. Und ansonsten, der Rest dürfte relativ sein, wie es vorher auch war. Wir haben hier den Punkt Tonqualität und Effekte. Das war schon ein bisschen anders aufgebaut, aber an sich, Features dürften die gleichen sein. Wir haben das 360-Grad-Audio, was man einerseits standardmäßig aktivieren kann und man kann unten noch die Kopfpositionserfassung aktivieren, damit es je nachdem, in welche Richtung man gerade schaut, sich das entsprechend noch mit anpasst und eben mit drauf geachtet wird. Und ansonsten haben wir hier den Equalizer, wo man halt diese Standardauswahl hat, wie Samsung vorgibt, beziehungsweise den ausgeglichenen Modus. Und dann kann man je nachdem, wenn man lieber einen stärkeren Bass will, wenn man lieber einen weicheren oder einen klareren Ton will, kann man das mit vordefinierten Sachen hier auswählen. Dann ist das Ganze schon mit Presets, also mit vordefinierten Werten vorgelegt. Oder man kann aber auch hier individuell anpassen, wie man es gerne hätte und kann sich den Ton dann noch so zusammenkonfigurieren, dass es am Ende so ist, je nach Frequenz hier unten, wie man es gerne hätte und kann eben den Ton auch weitestgehend konfigurieren. Das heißt, wenn man mit dem Standardton nicht 100% zufrieden ist, hat man hier noch sehr viele Möglichkeiten, wie man eben das Ganze anpassen und optimieren kann, bis es einem dann selbst, wenn man mal optimal gefällt. Und unten haben wir noch den Anpassungstest. Dafür muss man die beiden Buds in den Ohr stecken, drückt auf Starten. Und da wird auch geguckt, ob die Aufsätze, also die Gummiaufsätze vorne, ob die optimalen sind oder ob sie zu groß, zu klein sind. Das heißt, da kriegt ihr noch so ein bisschen, sagen wir mal, Feedback, ob das Ganze wirklich gut im Ohr sitzt oder eben nicht, oder ob man da noch was anders machen kann. Ob ihr es auch gut reingesetzt habt oder falsch reingesetzt habt, dann könnt ihr hier noch ein bisschen, sagen wir, euch Feedback geben lassen, wie die Dinger im Ohr sitzen. Und ansonsten haben wir noch die Ohrhörersteuerung. Da haben wir jetzt hier, sagen wir mal, die Gesten und was dann passieren soll, wenn man draufklickt. Hier haben wir eben dann die Geste für zusammenhalten, also gedrückt halten. Da kann man hier dann die Geräuschkontrolle wechseln. Man kann Bixby, Spotify oder irgendwas mit Achtsamkeit. Das habe ich mir gar nicht genau angeguckt, was das jetzt macht. Könnt ihr hier einstellen und dann könnt ihr eben noch weitere Features einstellen. Hier oben habt ihr noch was. Beziehungsweise diese Mediensteuerung, die kann man dies ja nicht anpassen, sonst könnte man die meines Wissens nach konfigurieren. Die kann man die nur aus oder ak also deaktivieren und aktivieren und kriegt aber hier dann entsprechend die Informationen, was da möglich ist. Wie gesagt, es geht einerseits das Drücken, das macht bei dem unteren Teil der Buds, wie man hier gerade gezeigt hat, und das Streichen, das hat man dann eher so ein bisschen oberen Teil. Muss man sich umgewöhnen, wenn man von dem Buds 2 Pro kommt, muss ich klar sagen. Für mich war es erstmal ziemlich, gerade auf dem Laufband, ziemlich fummelig, bis man da mal so ein bisschen mit klargekommen ist, wie das Neue jetzt funktioniert, weil bei den alten Buds gab es das Streichen ja zum Beispiel nicht.
Da gab es ja nur das Tippen und das war dann direkt am dicken Knubbel oben. Und hier muss man das Ganze eben am Stiel bedienen. Am unteren, sagen wir mal, Drittel ist das Drücken dann und im oberen zwei Dritteln ist das Streichen, wo man dann die Musik lautstärker, lauter und leiser bekommt. Aber einstellen, sagen wir mal, umstellen kann man das jetzt nicht, was er da macht, sondern das ist jetzt vorgegeben. Das Einzige, was man anpassen kann, ist eben dieses Drücken und Halten. Und da gibt es eben ein paar Möglichkeiten, die man hier anpassen kann. Und ein paar, sage ich mal, Anrufsteuerung hier unten weiter noch. Und im untersten Punkt hat man hier noch die Ohrhörerbeleuchtung, also diese LEDs auf der Rückseite, ob die eben blinken sollen, ein- und ausblenden oder kontinuierlich leuchten sollen. Also je nachdem, was man halt gerade macht und wofür sie benutzt werden, die kann man ja auch benutzen, um die Buds 3 Pro leichter zu finden und dann leuchten sie eben. Und da kann man eben einstellen, wie das Leuchtverhalten dieser Buds eben sein soll. Das ist ein Feature, was es nur die Pro haben, die normalen Buds 3 haben das ja nicht. Das findet man dann auch hier unter Ohrhörersteuerung. Und der Rest ist eigentlich relativ gleich, da hat sich zum Alten nichts geändert. Hier können wir nochmal ganz kurz draufklicken, aber das ist jetzt so hier die In-Ohr-Erkennung nochmal, ob wenn ihr die rausnehmt zum Beispiel, um dann irgendwie Medien anzuhalten, der untere Punkt. Das heißt, wenn ihr die Buds beide drin habt und habt den unteren Punkt aktiviert und nehmt dann einen raus, dann wird eben automatisch die Musik angehalten. Das heißt, das könnt ihr noch aktivieren. Dann könnt ihr euch Benachrichtigungen vorlesen lassen. Ihr habt in Labs noch einen Spielemodus, wo das Ganze nochmal für Spiele optimiert wird und die Audioverzögerung eben ein bisschen reduziert wird, damit es eben besser zum Spielton passt. Und dann habt ihr, wie gesagt, genau hier noch ein paar andere Einstellungen, Möglichkeiten, ihr könnt das Ganze zurücksetzen. Ihr habt auch hier könnt ihr auch Updates suchen. Das heißt, wenn ihr Updates suchen wollt, geht das Ganze hier rüber, dann über die Wearables-App hier weit unten. Ihr habt eine Diagnose für eine Fehlerdiagnose, die man schon kennt, hat hier allgemein noch Informationen zu den Buds, wie die Seriennummer und solche Informationen. Und das sind das, was man hier eigentlich primär, sag mal, und dem untersten Punkt eben noch die Buds finden, wenn ihr sie verloren habt, um dann Geräusche und von sich geben zu lassen oder diese Lichtstreifen und eben Benutzerhandbuch, wo ihr noch ein paar Sachen nachlesen könnt. Und dann gab es ja noch einzelne neue Features, KI-Features, sagen wir mal die Live-Übersetzung. Und das Ganze funktioniert dann, indem man jetzt hier den Dolmetscher aktiviert. Und dann seht ihr schon, wenn ihr die Buds drin habt, ganz unten rechts ist hier in der Ecke, seht ihr ein kleines Buds-Symbol. Das heißt, wenn ihr sprecht, wird der Ton über eure Buds aufgenommen. Und der Gegenüber kriegt den Ton vom Gerät ausgegeben und ihr kriegt den Ton immer über eure Buds ausgegeben. Das heißt, der Gegenüber nutzt das Mikrofon eures Smartphones. Und ihr nutzt das Mikrofon der Buds und entsprechend mit der Tonausgabe. Und wenn der Gegenüber spricht und ihr nur im Zuhörermodus seid, also der Gegenüber spricht jetzt längere Zeit und ihr hört nur zu, dann könnt ihr zweimal unten, also zweimal zusammendrücken, also die Geste mit dem Drücken zweimal machen. Und dann wechselt das Ganze in den Zuhörermodus und ihr kriegt eben eine Live-Übersetzung permanent. Und ansonsten habt ihr den Konversationsmodus, dann müsst ihr wieder zurückwechseln mit zweimal tippen. Und dann eben, wenn ihr aktiv miteinander sprecht und beide Seiten sprechen, dann ist eben der Konversationsmodus der bessere. Wenn ihr aber eher nur zuhört und der Gegenüber viel spricht, dann ist der Zuhörermodus besser, weil ihr dann kontinuierlich Übersetzung bekommt und das Ding ja nicht unbedingt wartet, bis der Gegenüber fertig gesprochen hat, weil je nachdem, wie viel der spricht, kann das sonst irgendwann, wird es für die KI natürlich nicht einfacher, wenn es dann irgendwann Riesensätze gibt. Und das ist eins der neuen Features mit dem die ganzen KI-Features, die hier vorgestellt wurden, das ist primär das hier und eben diese adaptive Anpassung für den Umgebungsmodus. Und was die Buds sonst noch als neues Feature haben, was ich zumindest noch erwähnen kann, ist ja dieser 24-Bit-Sound. Da ist aber wichtig, das geht nur mit OneUI 6.1.1, das heißt aktuell nur mit dem Fold 6 und Flip 6. Das habe ich aktuell leider nicht hier, dementsprechend kann ich euch das Ganze nicht demonstrieren. Auf dem S24, die Frage kam auch schon, geht das Ganze noch nicht? Sobald dann das große Update da ist, was jetzt irgendwann im August erscheinen soll, geht es dann eben auch hier. Aber diese vollen Tonqualität, die habt ihr zum aktuellen Zeitpunkt schlicht noch nicht, weil das Update auf der S24-Serie und auf anderen Modellen wie S23, Fold 4, Fold 5 und so co. halt einfach noch nicht verfügbar ist. Sobald das große Update dann da ist, wo dann auch die neuen KI-Features mit dabei sind, wie dieses Skizze zu Bild, dann könnt ihr auch die volle Tonqualität eurer Buds benutzen. Das heißt, dieser letzte Punkt, der geht noch nicht. Da fehlt einfach noch ein Software-Update fürs Smartphone. Und das war, wie gesagt, so die grobe Feature-Vorstellung. Die meisten Features sind identisch wie vorher, haben sich vielleicht ein bisschen umgeschoben in der App, liegen ein bisschen anders. Und dann eben diese paar neuen Features, wie die adaptive Anpassung, dieser Sirenen-Modus und die Steuerung für die LEDs und wie die Gestensteuerung hat sich halt verändert, dadurch, dass die Buds eben einfach anders aussehen. Und genau, das wäre es an der Stelle eigentlich auch schon, was ich zu sagen kann. Das Ganze machen wir dann auch nochmal für die Watch 7. Da gehen wir auch noch auf die neuen Features dann ein, was da Neues dazu kam. Da ist ja auch schon Wear OS 5 vorinstalliert mit One UI Watch 6. Und dazu wird es entsprechend natürlich auch nochmal ein Video geben mit den neuen Features. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.